Guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zur TPL Spieltag 4 der Season 4. Heute mit Robin. Du klingst so energiegeladen, Jana. Weil ich Was es ist der auch bin, Grund let's dafür? go! Hallo und herzlich willkommen zurück zur TPS Season 4 Spieltag 4 mit Robin. Ja, wir sind wieder zurück nach unserer 6, nach unserem 6-0 Sieg letzte Woche. Sind wir weiterhin motiviert zu gewinnen? I guess. Denke ich mal. Natürlich. Weil Das wenn ist wir doch nicht im Alter gewinnen, der werden wir Bande. ganz, ganz schnell wieder traurig. Also bitte Noah, verschon uns heute. Ja. Ich habe das mitbekommen. Ich habe schon gerade angeteasert, gegen wen wir spielen. Dazu kommen wir gleich erstmal wieder natürlich kurz einblenden, wie unser Team aussieht. Ich glaube, jeder von euch hat es langsam gecheckt. Wir skippen zu Noah. Wir spielen heute gegen That Time I Got Reincarnated Without Any Hidden Power. Ich habe es genäht. Kuss Noah. Cooler Name, bisschen zu lange für meinen Geschmack, aber jedem seins, I Ich guess. finde den gut. Ich finde ihn auch gut, weil eine gute Anime-Anspielung ist. Obwohl ich Ja, sagen und muss, auch einfach obwohl geil. ich muss sagen, Noah, wenn du das hier siehst, wo ist Rent-A-Girl? Rent-A-Girl war der bessere Name und das mit dem besseren Logo. Deswegen, ich bin froh, dass ich in einer anderen Liga gegen Noah spielen darf, wo er Rent-A-Girl wieder hat. So. Ja, Analyse, Robin. Gary S-Tier, Böller S-Tier, ne? Ist halt Thorn. Ist Ja. es Gallade? Gallade ist absolut, absolut scary. Also ich finde das Mon so geil. Mindestens zwei SDs hat, verlieren wir, weil dann der Shadow Sneak uns fickt. Aber das ist eine andere. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen vor Shadow Sneak, bisschen aufpassen vor allem. Das soll bisschen angucken, ne? Obwohl es da ein bestimmtes Mon gibt, welches das kontert. Aber dazu kommen wir gleich. Mein Lieblingsmon diese Woche. Dann A-Tier vollendet den Regenerator Core mit Lashoking und Amogus. Ich muss das Mon so nennen, sonst bringt mich Jeremy um. Dankeschön, Dann, ne? hey Hexorus, Hey, der Hexorus, ist Gary. scary. Ja, Auf bitte. plus 5. Auf plus 5 ist er scary. Weil Plus sonst. 5 wird uns umbringen. Aber Ja. davor. Haben wir ein kleines Mon, was vielleicht das ein wenig kontert. Zumindest wenn wir es nicht anchippen lassen. Oder halt, ist einfach Full Life ist insgesamt. Alolan Muk ist dafür, dass meiner Meinung nach das gefährlichste Poison-Type-Mon hier. Weil das verdammt viel tankt tatsächlich. Und sehr, sehr nervig sein kann mit Pursuit Trappen und alles und dann. Weaker Vault ist Weaker Vault. Das breakt. Tankt speziell ganz gut. Aber physisch macht man das Ding weg wie nichts. I guess. Lefty ist Klefki kann irgendwie, ich finde, der sieht Prankstar. echt gut genau aus. Klefki kann gegen uns Prankstar Thunderwave drücken und das ist actually Und scary. Spikes. Und Spike und das ist actually scary. Deswegen, das sieht gar nicht mal so bad gegen uns aus. Ich glaube aber an sich, wenn. Das Ding wird aber leider von fast allem, was wir mitnehmen, was offensiv ist, one-hittet. Also, es ist so ein. Er muss halt versuchen, so viel rauszulegen oder zu machen, wie es geht, ohne dabei zu sterben. Und wenn sie das hinkriegen, könnte es nervig werden. Pillow ist einfach kleines Memo. Wir haben vor ein, zwei Spieltagen gegen Memo gespielt. Schaut in das Video rein, wenn ihr wissen wollt, wie wir zu diesem Monster. Danke. Cool, ne? Bin super im Ja. Abkürzen, Robin. Licky Licky Dann kommt Robin. das beste Mon des Games. Ja, Licky Licky. Vielleicht nicht des Matchups, aber des Games. Ja, Licky Licky ist, ich sag mal, scary. Weil Licky Licky tankt. Ja, den gehen wir, glaube ich, gern. Dann Cursula stirbt gegen fast alles, außer gegen mein Lieblingsmon diese Woche. Eigentlich ist der nur dagegen gut, sonst ist der Shit. Ja, genau. Also, ja, der ist halt. Der ist nicht mal mit Weak. Mit dem Weak Armor Set ist er nicht mal schneller als ein fucking Ace. Auf plus 2. Full Speed. Ist er nicht schneller als unser Ace. Und das ist traurig. Und Klingt deswegen auch ist das nicht mehr Ding als Kochen. scheiße. Obwohl das Ding hat Rocks, glaube ich. Also ist Ja. okay. Und actually, meiner Meinung nach, das scarieste Mon dieser Woche ist McMortar. Oh, der war schon sehr hart. McMortar wird. Richtig hart diese Woche. Bei McMortar haben wir das Problem, dass es Specs Modest Ah, einfach der mal alles Mist. von uns wegböllert.
Und das Ding ist, warum auch immer Bulky und hat fucking Flame Body, wodurch Sachen von uns geburnt werden können. Und ich denke mir nur so, nein. So. Kommen wir aber zu den coolen Dingen. Und das ist unser Kader. Ja, weil unser Kader ist cool. Oder unser Teambedingung, um genauer zu sein. Denn wir haben einfach das Ace von letzte Woche kopiert, gespeedcreept und eingefügt. Ja. Ace, super geil. Die Move waren auch nicht anders, oder? Nee, wir haben dieselben gespielt. Wir spielen seit 4 Wochen. Powerball, U-Turn, Sucker Punch, High Jump Kick. Like, warum sollten wir was anderes spielen? Nein. Was ist? Wir sind nicht predictable, nein. Aber was braucht man denn anderes auf dem Ding? Nichts. So, Coco geht wieder back to the ich spiele nicht mehr live Orb Roots und spielt Expert Belt. Weil Expert Belt sehr viel killt, aber ein bisschen Chip braucht, den wir halt vorher generieren wollen mit ein paar anderen Mons wie meinem Lieblingsmon, was jetzt kommt. Das kann nämlich nicht nur Chip generieren, das kann auch einfach 6-0 gewinnen in manchen Umständen. Und wir reden hier von Kofag. Kofagris spielt unser altes Corviknight Set. Das ist ganz alt, ne? Diesen 1. Diesen 1, Spieltag 2. Unser Corviknight Set mit Iron Defense, Body Press, jetzt hier in dem Fall kein Roost, sondern halt, und auch kein Iron Head, sondern halt hier Rest Talk, um es am Leben zu halten, aber die Maranga wäre es besser. War das nicht das Ding, wo wir von Kubin gekrittet wurden? Ja. Ja, let's hope for the best. Let's hope for the best. Wir hätten das den Corvi nennen müssen eigentlich diese Woche, aber wir bleiben bei unserem Naming-Theme, I guess. Ja. Lando ist sehr witzig diese Woche, weil Lando auf 8 Speed 7 deren Mons outspeeden ist. Alles, also deren Team ist verdammt langsam und hat einen horrible Speed in meinen Augen. Und das 6 schnellste Mon ist bei denen Mack, Keifel und Licky Licky, welche mit 8 Speed von Lando outspeedet werden. Leute, wir sind sehr, schneller als 6, wir sind schneller als 7/12 deren Teams und können deswegen Full HP Adamant spielen und tanken damit sogar noch ein bisschen. Kannst du 16 draufpacken, bitte? Was ist? Kannst du da 16 draufpacken, bitte? Ah ja, stimmt. Wir packen da 16. Na, warum 16? Anti-Speed Creep. Auf wen? Lefki oder? Ne, Hexerus? Weil als ob Hexerus Min Speed spielen wird. Okay. Robin, ich weiß, was ich tue. Ich habe eine Season mit TJ und mit Jeremy gespielt. Das heißt, ich habe einmal gelernt und einmal verbessert. Mit Jeremy ist echt impressive. Ja, deswegen. Phlogis ist drin und Phlogis ist mein Zweitlieblingsmann dieses Spieltag, muss ich sagen. Wäre cooler, hätte es Callmind, aber ist auch so cool, weil das wird einfach... Ich habe... Immer noch möchte ich den Effekt bekommen, den Aromatis uns die ersten Spieltag gegeben hat. Und ich glaube, das Set kann das ein bisschen machen, weil... Statt Wish Protect haben wir jetzt einen Defog drauf, womit wir halt dann Removal haben. Und jeden Spieltag brauchen wir einen Neuzugang, habe ich irgendwie gehört. Mindestens. Und deswegen ist Metagross heute dabei, endlich. Wurde auch mal Zeit. Ja, Metagross hat Assault Quest und Full Death. Das heißt, wir haben einfach. Erinnert ihr euch noch letzte Woche an das Blastoise-Set? Cool. Jetzt haben wir Metagross. Der macht das auch. Denke ich. Er kann leider nicht rausturnen. Er kann halt nur nicht rausturnen. Das heißt, wir haben jetzt hier auf 3 Momentum verzichtet. Aber das ist uns egal, weil tatsächlich hier Momentum nicht so wichtig wird, weil wir verlieren eigentlich nie Momentum, weil irgendwie wir einfach, weil deren Team defensiv und langsam ist. Bis auf paar Breaker. I guess. Deswegen gehen wir jetzt in den Kampf. Hab ich gehört. Tschüss. Meine Damen und Herren, wir gehen jetzt in Kofag und gewinnen. Was? Wir gehen jetzt in Kofag und gewinnen. Funktioniert das? Kann Band Hexerus uns besiegen? Nein, ausbegriffen. Das will ich jetzt halt wirklich gucken. Ja. Es ist halt. Wieso haben die McMortar nicht mit? Versteh es nicht. Actually. Voice Band macht 61 bis 72. Wenn wir den Dings reinpacken, haben wir. Ich glaube, Band. Okay. Außer Band Hexerus.
AKA, wir scouten. Ich glaube, wir scouten hier trotzdem mit Ace, I guess. Gucken, ob wir irgendwo dann Kofak reinquetschen, indem wir bis, nachdem wir gescoutet haben, ein bisschen. Weil kann auch immer noch ein Taunt rauskommen und sowas. Na, hoffe ich keinen Bock habe. Deswegen lass mal einfach in Ace gehen, I guess. Weil wir drücken eigentlich gegen alles Pyro Ball oder U-Turn. Außer gegen Thorn. Deswegen geben wir jetzt hier in Ace. Okay. Ja. Okay, die haben noch nicht zu drücken. Nochmal abbrechen dann. Mhm. Hey, warte, ganz kurz. Geh mal kurz den Matchverlauf durch, okay? Was zum Fick handelt bitte bei den Ace? Zusammen mit Coco. Like legit, wenn Rocks draußen sind, die beiden zusammen gehen ab. Die haben... Versteh's halt nicht. Die haben halt kein Wish mitgenommen. Können ihre Mons nicht hochheilen. Die haben ihren Regenerator Core zwar da... war dabei, aber der wird halt von Coco oder oder Ace wegge... einfach wirklich deleted. Na gut, Amoongus wird nicht von Coco deleted. Ja, okay. Und Lasho vielleicht nicht von Ace. Aber Thorn. Von beiden. Ja. So. Exhibits haben wir halt Florges. Ich gehe jetzt wieder in Ace. Ich glaube halt. Jetzt kommt Thorn. Kommt Amoongus. Pyroball. Ist Pyroball der Play? Was möchte in den Pyro Ball reinwechseln? Ich frage dich. Alles? Ganz. Ich kalk mal die Sachen, die nicht geone-shottet werden. AKA, ich glaube, Delayed wird geone-shottet, oder? Delayed wird geone-shottet, Born wird geone-shottet, Amoongus wird geone-shottet, jetzt Low King. Das ist ein Hexodus, sorry. Ich hab mal nicht richtig zugehört. Ja, witzig. Hexerith wird getwo-shotted vom Pyro Ball. Wenn es kein HP hat. Locking halt ist das einzige Ding, ne? Das heißt, vielleicht wollen wir... Aber ich will halt hier eigentlich nicht U-Turn drücken, weil... Obwohl sie halt in Stalking gehen. Aber, gegen Stalking gehen wir halt doch einfach in... Keine Ahnung. In was gehen wir gegen Stalking? Ah, ich spiele ja... Ist nicht U-Turn auch super viel Schaden gegen Amoongus? Nee, gegen Amoongus nicht, Alter. Nicht? Nee. 24 bis 28. Oh. Wenn du Pyro Ball drücken willst? Ich würde ja Pyro Ball drücken, ich hab keinen Bock. Ich hab Bock einfach mal... Einfach einmal kurz zu gucken. Okay? Oh, der ist Ockerberry. Ah, shit. Dann... Paralyze... Passt. Alles gut. Wir können hier nochmal drücken. War das eine Roll? Warte mal. Das war keine Roll. Das ist ein Spätstef auf jeden Fall. Muss es sein. Das war Spätstef Max Roll, glaube ich. Oder ist es irgendwie ein offensives? Warte mal. Ich will nur kurz gucken. Offensives. Nee, Amoongus ist nicht schneller als wir, auch wenn wir Parat sind. Realized, wie schnell ist Max Speed Amoongus? Nee, das ist langsamer. Wir können hier theoretisch nochmal. Wir können halt theoretisch nochmal hier Pyro Ball drücken und kriegen den Chip okay, raus. Das war eine absolute Max Roll auf Full HP. Also eine absolute Max Roll. Aber können wir nicht einfach dann, wenn Stalking reinkommt, in Florges gehen und Aroma Therapy drücken? Probably können wir das ja. Also einfach Pyro Ball hier. Might. Stalking kommt. Wir sind parat, okay. Passt, dann gehen wir jetzt hier einfach auf Logis raus. So, und Amoongus ist jetzt in Range für Coco, probably, weil ich kann mir vorstellen, dass es hier Effektspawn mit hat. Für den Stunspawn. Was ist Effektspawn? Spawn-Attacken treffen. Besser. Oder nicht? Hm. Warum haben die uns nicht einfach gesleept? Ich hab keine Ahnung. Wollen die irgendwie Sleep für was anderes benutzen? Amoongus. Effektspawn war. Ah, nee, Effektspawn war was anderes. Die haben einen Regenerator dabei, die sind auf 40%. Wir gehen jetzt doch einfach raus aus Florges, oder nicht? Was macht Stalking gegen Florges?
macht nichts. Keine Ahnung, irgendein Setup wäre scheiße. Ja, was hat der an Setup? Robin. Der hat Nasty. Cool, dann drückt der Nasty ist plus 2 und One-Shot, Two-Shot uns immer noch nicht. Und wir können okay. Dann in Coco raus. Okay, ja, ja, ja. Teleport. Schön, was möchte rein? Wenn jetzt Hexeris reinkommt, ne? Ich will einfach One-Shotten. Like, was möchte reinkommen? Immungus oder was, ey? Seh ich. Hexeris wird niemals reinkommen. Der One-Shottet uns nicht. Ja, tut er auch nicht. Nicht mal, wenn wir nicht. Also ganz kurz, es möchte gerade nicht. Ich zitiere, also ich bin ehrlich, es möchte gerade nichts in uns reinkommen. Immungus? Ich habe immer noch keine Ahnung, was für ein Immungus das ist, ne? Weil ich zeige jetzt nochmal den Damage mit Ace, mit Ockerberry. Das war 90% trotzdem, ne? Wait! Das war eine 90% Ocker, das ist. Das ist ein Spätzef. Der habe ich schon, Full HP. Das ist Full Spätzef, ja. Dann Spätzef oder halt Modest. Warte kurz, ich gehe mal jetzt einfach auf Spätzef in dem Fall. Ja. Das war übrigens keine Roy. Spätzef ist knapp, dass sie uns nicht killen, dass wir die nicht killen. Leider. Hey. Ja. Ich weiß, das war eine Max-Roll. Das war sogar eine Max-Roll. Haben die, sind die jetzt in Moongus reingekommen? Die sind Hexlos drin, wir drucken Moonblood. Ist immer der Play? Ja, ist immer. Schon mal. Ja. Cool. Dash. Okay. Cool. Wir drücken nochmal Moonblast. Wir drücken nochmal Moonblast. Die wissen nicht, dass wir Kebia sind. Hast du gedrückt? Ja. Cool. Geh fucking geh! Ich sag's doch! Was ist das denn? Warte mal. Ist das. Was versuchen sie gerade für verzweifelte Plays zu machen? Like. Was das? Wir drücken jetzt doch hier das 10. Wenn das jetzt Nasty ist, dann drücken wir hier einfach trotzdem Synthesis und drücken dann Moonblast. Und gehen dann, hacken das vielleicht und gehen in Coco und drücken Thunderbolt. Like legit, wir gehen jetzt einfach hier auf. Wir gehen jetzt einfach. Wie viel macht der? Wie viel Schaden macht der? Der macht mit Hurricane. Macht der 30 bis. Hat der Sludge Bomb oder sowas? Hat Thorn eine Poison. Ich glaube nicht. Hat Thorn Poison Coverage. Thorn hat Sludge Bomb und Sludge Wave. Wie ist der? Wie viel macht das? Sludge Wave macht hier. Was? Was? Das geht doch nicht, bla. Hä? Warte, ich muss Kebia Berry raus. Kebia Berry ist raus. Hier haben wir. Beleben haben wir. Oh, es geht nicht. Wenn Synthese drücken. Oder warte. Die sind doch hier nicht modest. Oder sind die Damage Boosting? Die können auf jeden Fall Damage Boosten. Wahrscheinlich sind sie nicht. Drücken wir hier Synthesis und gucken. Vielleicht gehen wir auch raus. Ja, ich. Oder wollen wir Aroma Therapy drücken und gucken? Nein, wir drücken nicht Aroma Therapy und gucken. Also, willst jetzt hier. Weil, wenn jetzt hier ein Start rauskommt, können wir nicht in Coco. Das ist klar. Wir könnten in Metagross. Wir könnten in Groß. Wir könnten Metagross gehen hier, ja. Aber ich würde. Healthy Frog, es wäre auch gut. Was sagst du hier jetzt, Kaufwerk reinzuwechseln? Ja, true, ne? Weil dann triggern wir ja die Maranga-Beere. Ja, was? Genau! Wir triggern die Maranga-Beere! Aber nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nee. Aber warte, auf den ist es. Auf dem Typen ist es sogar ganz okay. Der hat keinen Shadow Ball, oder? Der hat keinen Shadow Ball, der hat nichts, um uns zu töten, glaube ich. Ja, doch, der könnte Dark Pulse. Knock-off. Der hat Knockoff oder Dark Pulse. Aber man kann ja wäre triggert. Wollen wir auf Kofek gehen und probieren? Warte, wie viel macht der uns nach Maranga Beere? Wenn der jetzt kein Damage Boosting ist, dann macht er uns nach Maranga Beere. 31 bis 37. Und ohne macht er uns halt 47 bis 56. Das heißt, der. Also können wir das easy gegenhalten? Ja, können wir eigentlich. Wollen wir es probieren? Wenn er jetzt hier auf Sludge geht, ne, dann ist halt. Du das? Wenn er auf Sludge geht, ist Kofek halt sowieso der Play. Dann gehen wir jetzt hier in Kofek. Komm. Let's go! Ah, es ist Nasty, okay. Scheiße! Es ist Nasty, ich wusste. Ich hab's mir irgendwo gedacht. Aber willst du was wissen?
I don't fucking care. Weil da ist ein Koko. Ja, ich weiß. Like, ist trotzdem, der kann ja gleich auswechseln. War schon gut von denen. Ja, rest drücken. Wollen wir resten? Oder wollen wir einfach Buddy Press drücken zum An? Nein. Das ist. Hast du nicht gesagt, dass das unsere beste Grünkunde ist? Ja, wir müssen eigentlich hier raus. Checkt Metagross den nicht auch noch in Bogen? Metagross checkt den, glaube ich, plus. Ja, an ein Fokus. Plus 4 kann Pokus Blast zu hitten. Und Hurricane Baby. Oder Heatwave ist gut gegen den, ne? Ah, ja, stimmt. Heatwave plus 4. Ist halt ein Oko. Heatwave plus 2 ist halt 2-Hit KO. Oh. So bad? Okay, das ist kein Check. Was tun wir denn? Wir hätten im Floggers bleiben müssen und Synthese drücken müssen. Ich hab's dir gesagt. Ah, jetzt Mist. Wir könnten auch jetzt Metagross hier abwerfen, indem wir jetzt da reingehen und dann halt einen Bullet Punch drücken. Dann ja. In Koko gehen. Wollen wir das machen? I guess best play. Ja, Metagross ist eh nicht so gut in dem Matchup, oder? Ist es nicht. Lass uns rein. Ja. Oh, die überlegen noch. Oh, boy. Also hat Kofek, warte ich. Ich mal kurz ab noch. Hat Kofek irgendwas Scaryes, was den gerade Angst macht? Weil Kofek tankt hier einen Hit. Das ist klar. Tut er das? Immer? I guess. I don't think so. Oder? Ah, der macht nicht so viel Schaden. Ah, ich glaube. Also nee, warte, wir haben keinen Ice Punch. Hey, wir haben keinen Ice Beam, hä? Wovor haben die Angst? Haze? Haben die Angst vor Corn Mines? Soll ich auf einen Meter kurz rausgehen? Ich ja, ich schau mal. Ich wollte nicht genug aufwerten, also. Like, guck mal. Taunty, ne? Like, auch wenn das Full HP ist mit Nasty, ne? Hm? Da kommt ja Lando einfach, da kommt ja Koko trotzdem rein und One Shot Koko den immer? Ja. Außer der ist Full Spätzdev. Dann One Shot der uns nicht. Oder warte. Ja doch, Full Spätz, der würde ja leben. Sonst würde er sterben. Full HP reicht nicht. Okay. Er könnte Anti-Elektro-Beere sein. Das wäre actually bad. Komm, geh, Metagross. Ja. Kommt. Was? Ein Dark Bullet ist auch noch sehr gut gegen uns. Wollen wir Bullet Punch drin? Drücken Bullet. Ich mehr macht Bullet Punch. 23. Okay. Danke. Bitte. Hier, hat auf jeden Fall Dark Pulse. Das ist schon mal sehr wertvolle Information. Wie heißt nochmal? Barkan Berry war die Anti-Elektro-Beer. Wenn die nicht hier Full HP sind, ne? Wie viel Leben haben die gerade? 77. Dann können wir hier. Warte mal. Damage nachhalten. Ah, stimmt. Das war, 23? Das auch. Das waren 23 gegen die und 68,7 gegen uns. Warte kurz, ich muss nochmal kurz gucken. Hey, das. Wie viel hast du gesagt, was? Hatten die. Wie viel haben die gemacht? Wir haben gegen die 23 gemacht, ne? Genau. Und die haben uns 68,7. Auf plus 2 mit Dark Pulse. 68. Ja, das ist. Das ist nicht Boost, das ist halt kein Damage Boosting Item. Das ist Mid-Roll gewesen. Wir haben einen Min-Roll bekommen. Ja, wir sind hier mit. Also, kann gucken. 68, wie viel? 68,7. Das wäre eine Min-Roll für Modest. Warte, nochmal genauer. 248. 248 ist die genaue Min-Roll. Wieso? Aber wenn das halt jetzt das ist, ne, dann gewinnen wir halt mit Ace. Also,
Gehe ich mal nicht davon aus. Ich gehe jetzt mal von Timid aus. Keine gegen Kokori, oder? Ich habe actually Angst vor Wakanberry. Killt Wakanberry nicht? Nein, nicht wirklich, leider. Also, es ist eine Roll. Wakanberry 77% gebe ich mal ein. Ist eine 25% Chance, dass wir killen. Aber, als ob die jetzt hier Wakan spielen. Like, wenn die Wakan spielen, killt halt von Ace einen Sucker Punch. Ne? Dann sind wir halt absolut crippled, muss man sagen. Ja, aber trotzdem, der one-hittet uns nicht. Außer der hat jetzt hier doch Sludge Wave dabei. Ich glaube nicht, dass der Wakan schon. Wollen wir einfach in Coco gehen? Ah. Die wechseln hier jetzt eh raus. Weißt du? Wechseln die bei Doi? Den tust du einfach am Mungus, oder? Ey, halt in Kaifeld, das ist ein Jutta. Ah ja. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Thunderbolt. Ne? Ja. Probably. Wir können Paran. Wäre jetzt wirklich witzig, wenn die überleben, wir Paran und dann die durch die Filme Paran nicht. Warte kurz. Mal kurz. Ding ist, was kommt im Pillow rein? Kaufack. Ah, oder? Kaufack oder? Nee, warte. Flogges, der hat nicht 10. Dann Flogges sich mit 10 T so hoch rein. Okay. Thunderbolt. Pillow kommt. Okay. Return. Return, oder? Wie viel? Ja. Ja. Warte mal, hat der irgendwas? Plus Y. Er hat keinen Poison Jab, das weiß ich, weil er hat keine. Er hat auch kein Iron Head. Also wir drücken hier nicht? Nein, wir drücken hier U-Turn. Die könnten hier Rocks legen, dann können wir eh entfloggen. Okay. Die werden auch Rocks gegen legen. Wir drücken U-Turn. 7 ist sehr wenig. 7 ist actually richtig wenig. Eben sagt mir nämlich, dass es für Steph. Die wissen jetzt beide unser Item. Also wahrscheinlich. Nee, die wissen noch nicht unser Item. Naja, wir sind nicht Lord, wir sind nicht Specs. Sind kein Damage. Na doch, wir könnten Specs sein. Nein. Doch. Wir haben uns gewechselt. Ja, genau, wir sind kein Choice. Ja, und wir sind nicht Lord. Aber wir können immer noch halt, wir können eigentlich jetzt hier Boots sein. 7% ist eine Mid-Roll, wenn sie Full Fist Death sind. Wenn sie Full Fist Death sind, kann Ace den trotzdem two-shotten. Schön. Kaufwerk gewinnt trotzdem. Und Flogges nimmt noch weniger Schaden von dem. Ja. So Flogges. Yes, so red. Yes. Did we lose? Wir sind schneller, wir sind schneller. Ah ne, das war eine Macro. Und so. Laser. Like, die wissen, wenn wir jetzt hier Wish dabei haben, sind wir dead. Ja. Den Synthese hat sich gelohnt diese Woche. Ja. Wir müssen irgendwo noch den Turn finden, wo wir Dings Aromatherapy drücken, ne? Wir werden jetzt Among Us sein, wechseln. Oder halt EQ. EQ wäre der beste. Mal. Tornadus. Warte mal. Cancel. Nein, die sind Torn reingegangen. Like, ganz cool.
Hätte Ice Shard gerade gekillt? Nein. Aber warte, es wäre eine Roll gewesen. Glaube ich. Aber das war eine Roll. Action. Passt. You see. You see, right? Übrigens, plus 2 kann der mit Hurricane uns two-shotten. Das heißt, der drückt jetzt hier Save Dings. Das heißt, wir drücken doch jetzt hier einfach Moonblast, oder? Wie viel macht ein Moonblast? Fast 5. Oh. Da kann ich Bats Attack droppen. Killt ihr uns die auf der Range? Nee, auf nicht plus 2? Auf der Range plus 2 Roll. Lohnt sich, oder? Ja. SD. Was kommt? Drop, drop, drop. Ja! Kleiner Spoiler. Der killt uns auf der Range nicht mit plus 1. Das heißt, wir drücken hier Moonblast. Oh nein! Kommt. Geht nicht. Poison. Ah, scheiße! Leider. Das ist doch kacke! Okay, das ist jetzt bad. Jetzt ist halt, Ace parat. Der Poison musste nicht sein. Aber wer spielt Bomb over Wave? Like, legit. Dafür. Weil ist Ace schneller als Pillow? Wait, können wir nicht einfach in Co-Fake gehen und mal die Press drücken? Gewinnen wir jetzt nicht Co-Fake jetzt auf der Range? Oh, warte, wenn der rausgeht, ne? Oder wollen wir jetzt hier in Lando gehen? Weil die könnten immer noch Ice Beam haben, ne? Hat der Ice Beam? Hat Thornton Ice Beam? Der Icy Wind. Der hat Icy Wind. Icy Wind. Wir haben Yachi Berry, ne? Ja. Wenden jetzt. Wir killen mit Yutan. Killen mit Yutan. Hurricane macht uns auf 1 zwar gut Schaden, aber. Icy Wind macht. Dann drücken sie. By the way, Among Us ist in Lando Range, ne? Das wollte ich nur mal sagen. Nee, warte kurz. Doch. Ja, ganz kurz, ich will was anderes gucken. Nicht wenn der Full Death ist, aber der ist ja gar nicht Full Death. Der muss Hurricane hier dabei haben und Hurricane ist so, glaube ich, der Move, der sogar Dings am meisten Schaden macht. Lando. Probably, ja. Könnt ihr trotzdem Lando gehen? Wir müssen ihn erstens treffen und zweitens mit Crit killen sie uns. Also safe wäre hier ja halt Sucker oder halt Iron Ball drücken. Oder U-Turn auf Ace. Aber warte, nee. Oder nee, Ace ist nicht der Play, diesen Plus 1. Oder halt U-Turn Coco. Geht U-Turn Coco? Safe. Müsste killen, ja. Ist es nicht eh der Play? Ja, sollte. Dann drücken wir jetzt hier U-Turn. Ich weiß gar nicht, wie fucked wir sind. Oder warte mal. Was jetzt? Das ist jetzt Lando. Das ist Lando Rain. Das war auch davor schon Lando Rain. Ja, ich meine, jetzt, das heißt, wir gehen jetzt hier Lando. Gegen. Ja. Wir gehen jetzt hier in Lando und drücken EQ. Wie ist eigentlich Pillow Wine gegen Lando? Pillow Wine tankt 2 auf der Range. Der tankt ja wie ein Profi. Der tankt wirklich gut. Und sein Ice Shard macht auch gut. Das heißt, wir gehen hier trotzdem und drücken EQ, weil wenn Pillow reinkommt, ist das chipped. Und dann drücken wir halt. Warte mal. Ja. Jetzt hier auf Kofak, maybe. Wait a second. Warte mal, auf die haben kein. Warte, die haben kein Death Investment, oder? Welcher? Wer? Among Us.
Nee, haben sie nicht. Gar keins? Sind wir uns sicher? Ich glaube, die sind vor der HP gewesen. Was, ein Hyrule? Nee, mit Roy. Dann ist möglicherweise U-Turn auf Lando Hitter Play. Was ich mir denke. Let's go, yeah, fucking. Let's go, fucking. Kofi gewinnt hier doch noch nicht, oder? Dafür musst du auch Tauntaut sein. Ganz kurz, ich möchte nur dir was sagen, Robin. Ich möchte dir sagen, dass auf plus 2 Dev Born auf dieser Range ge-one-hitted wird. Oh. Wollen wir es probieren? Oder wollen wir trotzdem? Ist es gerade ein Jetzt oder Nie? I guess so, ne? Weil auch wenn das Ding sich jetzt hier hochheilt und uns parat, juckt es mich eigentlich. Obwohl, die Para könnte es sein, ne? Na, ne, wir gehen in Länder. Die Para bekommen wir doch weg. Wie denn? Rest. Ah ja, stimmt. Stimmt. Und auch Toxic bekommen wir weg. Wir kriegen den Kofek. Let's try it. Und für den Sleep haben wir sogar Sleep Talk. Jo. Let's try it. Es ist ein ziemlicher Now or Never Play, oder? Deswegen? Iron Death. Sind wir schneller als der? Nee. Warte. Wir haben ein bisschen Speed gesteckt, oder? Wir könnten einen Punkt schneller als er sein, wenn die keinen Speed Invest haben. Okay. Wieso haben wir nicht mehr Speed Invest gespielt? Oh mein Gott. Hä? Maranga Berry triggert. Schön. Gut für uns. Oder warte mal kurz. Genau. Ich musste noch abbrechen. Ich muss nochmal abbrechen und kalken. Genau. Ja. Weil. Wir haben. Das Ding hat noch nicht angegriffen, ne? Wenn das hier Modest Full Spätz Attack ist, hat das Shadow Ball oder so ein Scheiß? Nein. Und auch wenn, der Two-Hitted uns. Like, wir drücken hier Iron Death. Dead Hex. Cool, das macht dann noch weniger dann als Shadow Ball. Nein, nicht wenn wir irgendwas sind. Wir sind oft. Hello, komm. Iron Death. Okay. I guess. Wie hoch müssen wir auf Iron Death sein? Wir gehen auf 6. Wenn wir können, gehen wir auf 6. Okay, Iron Death. Oder ist hier irgendwie... Wir haben Rest. Soll ich denn los haben, Bruder? Wir drücken jetzt Body Press. Wie viel müssen wir, by the way, sein, um Laschen zu besiegen? Stalking. Sagen wir mal für Steph Stalking, ne? Mhm. Plus, oh Gott, warte. Scheiße, oh Gott. Für Steph wird knapp. Da ist das, glaube ich, etwas scary, weil da ist es 8% Chance. Auch plus 6? Ja. Ich hab das, glaube ich, ein wenig. Und wir hoffen, dass der kein Slack Off hat. Sondern nur ein Generator. True. Wenn der Slack Off hat, ist kacke. Also, wir drücken jetzt Body Press, richtig? Fehlt Body Press Pillow? Ja. Oder? Sind plus 4, ne? Ja. Plus 2, wie viel Leben hat er gerade? 93. Full Death. 93. Plus 4 Body Press macht hier 93 bis, nicht 93, warte. Macht hier 85 bis 109. Ist auf 93 eine 50-50. Für 6% mehr Schaden von denen. Token kommt. Ja, Mann! So, warte. Wollen wir jetzt hier. Was Rest war das für Damage? Erstmal. Wichtigste Information. Ja, 100%? Also, ich weiß, dass das. Nen. Aber wie spät Steph ist, das ist die Frage. Das ist.
Wish, Bad Steph, das ist eine Mid-Roll gewesen dann. Das heißt, wir drücken jetzt hier doch einfach... Sogar eher noch ein Low-Roll. Ja, wir drücken doch hier jetzt einfach Rest. Die uns irgendwas. Ja, die können uns halt... Können halt Shadow Boy hier drücken. Können halt unsere Manga-Berry triggern. Können halt Shadow Boy hier drücken und deswegen möchte ich hier eigentlich Dings drücken. By the way, wissen wir, ob wir schneller als Immunges sind? Nein, ne? Wir sind, glaube ich, rausgewechselt. Ja, deswegen lass hier Rest drücken. Okay. Yeah. Können wir? Hä? Rest fade. Ah, the electric terrain. Oh. Stimmt. Vergessen. Terrain. Broken. Nochmal jetzt Rest. Okay? Ja, ich glaube schon. I guess. Warte, wir sind schneller als die. Ja, waren wir. Die sind auf Minspeed. Yay! Cool. So. Das war offensichtlich. Jetzt Thorn kommt Thorn rein. Wir müssen jetzt den. Bitte Hit! Deep Talk. Loking kommt. Der heilt den hoch. Oh. Der heilt den hoch. Body Press. Cool. Deep Talk. Okay? Ja! Deep Talk, Irony. Irgendwie schade! Na, ist gut! Wir können jetzt Body Press drücken! Ja! Aber, Wir one-shotten den noch, oder? Tornadus, T. Aber der. Also, warte. Der hübt schon hier auf uns. One-shotten wir den auf Full Life? Das nicht, aber der two-shottet uns nicht. Drücken jetzt hier Body Press einfach. Vertrau mir. Yeah, wir haben ja eh keine Ahnung. Der hat vielleicht keinen U-Turn. Der muss ganz rauswechseln. True. Wie viele Body Press haben wir noch? Echt 15. Die ausdauern? Glaub nicht. Die können die nicht ausdauern. Jetzt können die nicht mehr teleporten. Teleporten, das Ding ist tot. Ja, die müssen normal rauswechseln. Body Press. Okay, die bringen das Ding um. Die wollten das nur auf Full Life haben. Das ist gut, das ist gut. Velo kommt, wir drücken Body Velo Press. Kommt? Wir drücken Body Press, ich glaube, die aber wahrscheinlich dann, damit sie Toxic triggern. Ja, aber das bringt nichts. Drücken. Ja. Ich guess Coco. Gibt's Coco die jetzt nicht einfach in den Arsch? Ich glaube, die kommen hier aus Coco und Lando kann hier gewinnen. Jetzt einfach komplett in den Arsch, oder? Kofek is it! Kofek is it! Oder Kofek ist es einfach! Ey, ich freue mich, ne? Ihren Blick zu sehen, wenn die plus. Warte mal kurz. Wie viel Leben haben wir gleich? Wollen wir. Nimm nur auf? Ich weiß es nicht. Weil die sind full life, ne? Ja. Übrigens, wenn nicht Thorn reinkommt. Gehen wir hier auf Rest. Ist das? Weil, ganz kurz, das Problem ist, ich habe gerade eine Situation im Kopf, okay? Let me explain it to you, okay? Mhm. Das Thorn kommt rein, drückt Dings. Drückt Nasty. Kriegt einen Turn, Nasty, Dings raus. Wir drücken Body Press, machen ihm ca. 20%. Er ist nur noch auf 20% ungefähr. Das wanted ihn leider nicht. Coco gewinnt dann einfach. Ja, wir sind dann aber auf 83%. Kann der plus 2 83% uns gehen? Mit dem Move, ja, mit Dark Woods. Wahrscheinlich. Ja, kann er. Nach Maranga Berry auch noch? Die Maranga Berry triggert danach. Ich weiß, aber nur als Frage. Nee, danach nicht mehr. Body Press. Body Press, toll. Ja. Wir drücken nochmal Dark Pulse. Bam, Junge! Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Alter, nein. Oh mein Gott. I'm so... Okay, danke. I'm so fucking triggered, das ist... Ah, komm schon. Das musste passieren. Drücken wir jetzt hier auf Good Luck Rest.
drücken wir hier auf gut. Killt der uns actually? Ja, killt der. Meine, guck mal, wie viel der Darkwood gemacht hat. Warte mal kurz, ohne plus 1 hat er 53. Das war eine Max-Roll. Eine Dedicate. Warte, hier. Wenn die jetzt eine Min-Roll hätten. 31. Drücken wir hier Rest. Vielleicht sind Struggling die gerade. Ja, und wenn nicht, gehen wir doch hier einfach Coco. Oder. Ja, Coco. Okay. Ja, natürlich Coco. One-Shot Coco den hier? Ja, müsste. Thunderbolt. Thunderbolt. Ich glaube, Coco gewinnt hier trotzdem. Es ist halt nur super kacke. Das Ding ist, der darf nicht in Gelade wechseln. Gelade ist das einzige Mon, welches wir nicht one-hitten. Wir two-shotten den noch, oder? Ja. Aber der kann halt. Er macht Schaden, Robin. Lando ist immer noch frisch, ne? Ich weiß, Lando ist frisch. Und Ace hat auch keinen Damage bekommen. Lando hat einen großen Penis. Frisch. Young Alpha Lines. Come on! Wir haben die Barry. Die sind wirklich! Ach, fickt euch! Poison kommt auch noch! Alter, wenn wir das. Könnten das Game gerade. Könnten das Game hier gerade, glaube ich, verloren haben. Ich weiß, das ist aber auch wirklich nicht fair! Also, come on! Die Frage, die ich dir jetzt stelle, gehen wir hier auf Lando? Was, wieso sollten wir? Oder gehen wir hier auf Ace? Ganz kurz. Willst du den sacken? Der kann nochmal reinkommen. Wenn Ace stirbt zum Beispiel. Ja, also entweder, warte. Also, was macht der mehr als in dieser Situation? Der kann halt immer noch, wenn er einmal drin ist, einen Deathling Beam rausbekommen auf Gallade. Wenn der jetzt tot ist, dann wird es gegen Gallade extrem schwer. Ich möchte ihn eigentlich für Gallade keepen. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt hier eigentlich in Ace und drücke Pyro Ball. Wahrscheinlich, ja. Wir gehen in Amoongus. Pyro Ball! Der One-Shot, ne? Wenn das jetzt eine Para ist, dann ist over. Dann ist halt GG. Aber dann haben uns auch einfach die Pokémon-Götter gehasst. Nein, das Teambuilding war gut. Wir haben es okay gespielt. Dann würde ich sagen, haben wir nur durch Hex verloren. Wenn wir jetzt eine Para bekommen und wir dadurch verlieren, Hex. Später. Wir haben so viel Hex diesen Spieltag bekommen. Ach, Digga! Ach, come on, ey. Fickt euch doch. Ach, komm, fickt euch doch. Ey. I guess. Wir hoffen mal, dass der CC nicht killt. Oder so. Killt der immer? Nein. Ist es nein. Eine 70% Chance. Okay. Pyro Ball. Geht Pyro Ball, by the way? Ja. Würde One-Hit nein. Das ist ja so eine Scheiße, Bruder. Einfach witzig. Like. It's not. Das ist ja so eine Scheiße. It's not fair. It isn't. Wait, wie gewinnen wir? Lando one-shot den. Lando one-shotet den gerade. Okay. Glaube aber. Coco one-shotet den auch. Wir haben verloren. Sicher. Lando one-shotet den. Der wird aber jetzt nochmal einen Ice Punch oder irgendwas rauskriegen. Mhm. Dann kann. Clean und wir können dann mit Coco Thunderbolt drücken und das Coco bringt das Ding bringt sich selber um. Es ist ja so lächerlich. Lando drückt. Das waren drei Hexen in Folge. Das waren straight up drei Hexen in Folge, die uns jeder einzeln das Game verloren haben. Wir gehen trotzdem. Jeder einzelne dieser drei Hexen haben das Game verloren. Wir gehen hier trotzdem in Lando, weil es ist das, was ich. Drei Hexen in Folge haben uns gerade das Game verloren. Was wir hier hoffen müssen, ist, dass die einen Ice Punch dabei haben.
Bruder. Geil. Ja, der Fokus blockt es. Natürlich. So. Dann. Warte kurz. Minus 1 Dev, ne? Ah, EQ geht hier. Ice Punch kommt jetzt. Und jetzt Clean Titan. Genau. Da warte, Clean Titan. Jeder einzelne dieser drei Dinger, ne? Ja. Die müssen den Hurricane treffen. Und wir müssen die Edge treffen. Ja. Problem ist, auf 66. Wir könnten jetzt hier auch in der Moongus gehen. Ja, aber Moongus One-Shot. Nee, nicht Moongus One-Shot. Ja. Das ist nicht mehr in Range für uns. Aber Moongus Two-Shotten wir. Ja, maybe. Doch. Doch schon. Doch. Aber dann. Im Moongus ist wahrscheinlich der. Dann drückt das Giga Drain und dann Two-Shot. Nicht mehr? Sicher? Giga Drain heilt es sich hoch. Aber wie viel? Um 9%. Um diese 9%. Ja, 10%. 10%. Diese 10% brauchen wir, aber wir machen 55 Min. Jetzt auf 90. Ja, merkst du, wir könnten zwei High Rolls bekommen. Schon, aber dann immer noch. Wir sind in der Range gerade. Wir machen 60 Min, Bruder. Nein, auf Among Us nicht. Also, warte, stimmt. Doch. Oh lol, ich bin dumm. Du hast Bolt vergessen. Ich hab vergessen, der ist. Noch ist es winnable. Warte mal, wenn Coco stirbt, wenn es Thorn killt, wer gewinnt dann? Ist dann unentschieden? Glaube ich unentschieden. Wenn das passiert, ich bin generell mad. Ich will jetzt gewinnen, okay? Ich will jetzt gewinnen. Wie viel macht Coco im Moongus? Warte mal, wir machen dem. Hallo? Machen dem 71. Coco? Nee, Lando macht bis 71. Bro, also möglich, ja. Wir könnten ihn one-shot. Nein, können wir nicht. Die sind auf. Dran. Sorry. Überlegen gerade, wenn die hier keinen Hurricane haben, also die müssen halt. Vielleicht haben sie nicht Hurricane. Aber wir haben U-Turn. Ja. Wenn die hier U-Turn dabei haben, ne, dann ist das maybe unser Win. Die spawnen uns jetzt hier. Können die nicht? Oder haben sie Sleep dabei? Meinst du, die haben Sleep dabei? Die spawnen uns jetzt hier. Nicht Stunts, Boss, Spore. Dann lass uns jetzt hier EQ drücken und hoffen, dass es misst. Spore kann ich missen. Egal. EQ. Wir können First Turn aufwachen. Okay. And cancel EQ. Ich hab nicht gecancelt. Ich hab noch nicht gedrückt. Ist es möglich, dass wir Stormage. Dass wir Stormage drücken sollen? Echt ein 50-50. Wir one-hitten den eh nicht, also. Ah, wir one-shotten mit Stonehenge Thorn. Also, ich sag. One-shotten wie immer Thorn? One-shotten immer Thorn eigentlich. Jetzt, weil Stonehenge EQ killt. Wollen wir Stonehenge drücken? Ah, Stonehenge kann missen. Oder wollen wir EQ Stonehenge drücken? Nee. Jetzt hier Stonehenge drücken. Ich fänd's eigentlich ganz gut. Killt Stonehenge auf jeder Range? Eigentlich schon, ja. Dann lass uns EQ drücken. Auf Thorn. Oder nein. Wenn wir halt jetzt. Wenn die halt jetzt rauswechseln und wir das Thorn nicht gedrückt haben, haben wir gewonnen. Ja. Aber ich glaube, Moongus killen ist unser höheres Ziel. Coco. Ja, das Ding ist, wir one-hitten halt den nicht mit EQ. Ja, ich weiß. Wir können halt mit Stonehenge missen. Das ist ja das Ding. Ja, schon. Aber wenn die jetzt hier rausgehen, ich finde Stonehenge EQ hintereinander bessere Player als EQ, WQ. Ich finde hier Stonehenge besser. Okay, dann tut das. Ich vertraue dich. Es kann nicht sein. Ach, come on. Funny. Es ist halt. Können wir bitte trotzdem Stonehenge drücken? Ja!
Hurricane Mist. Es ist so verdient, es ist so verdient. Ich schreie einfach nur noch rum. Haben wir gerade das Game gewonnen? Das ist dieses Game. Hallo. Also, die Hexe. Ich bin nicht mehr. 33 Chance! Die haben. Wir drücken hier EQ 2, oder? Jetzt haben wir EQ, oder Robin? Ja, oder? Ja, ich glaube. Gibt's irgendeinen anderen Play? Ich glaube nicht, wir drücken hier EQ. Ich glaube auch. Was ist da? Ich schicke erst GG ab, wenn es vorbei ist. Der Crit! Der Crit! Hexjagdzug. Okay, ich es weiß nicht. Ein, muss man. Es ist ein großes Hexjagdzug. Ich bin fertig. Ey. Ey, ganz kurz. Wir haben gewonnen. Also ganz kurz. Das war einmal Hex. Und die Leute sagen, dass wir nur gegen irgendwelche Free Wins gewinnen können. Fuck you, motherfuckers. Okay, wir haben gegen eine Free Win gewonnen. Wir hätten gegen eine Free Win gewonnen. Und, Franklin. Also ganz kurz, wir hätten gegen die Free Wins gewonnen ohne die Hex. Es ist ja, ja. Mann. Ja. Okay, die Aufnahme wird bestimmt witzig. Kürzeste Aufnahme, die wir je gemacht haben, und nein, auch die lauteste. Nein, das ist nicht die kürzeste, oder? Könnte, doch, ist es. Komm, wir versuchen es schnell unter eine Minute Rohaufnahme zu beenden. Ja, mach mir schnell Abmod. Warte, da ist das Startbild. So, meine Damen und Herren, nach diesem hexreichen Fiasko haben wir es geschafft, 2-0 gegen, That Time I Got Began Canal as a fucking Hexer, zu gewinnen. Trotz Hex haben wir einen Hurricane Miss bekommen und trotzdem gewonnen. Was ich sehr angenehm finde, weil es einfach, warte mal, zwei Poisons, also es waren zwei Poisons, zwei ja. Misses, ein nee, Flinch, Full Para, zwei Poisons, erstmal, Stunspore hat getroffen, also Stunspore hat einmal gemisst, das hat auch einmal gemisst. Ja, okay, aber das hätte nichts gebracht, wir sind immun. Ah, nee, warte, ja doch. Nein. Wir sind gegen Para immun. Nein. Doch, als... T-Wave immun. Okay, oder so. Auf jeden Fall hätte es vielleicht Paran können. I guess, aber wir hätten auch vielleicht Nico treffen können, so. Ja. Also, dann den Stunt-Support treffen zähle ich raus. Dann, wir wurden einmal Full-Parat, was uns, was das Scheißding umgebracht hätte. Was irgendwas von ihm umgebracht hätte, fast, ne? Beziehungsweise, nee. Und dann haben wir die eine Stone-Age gemisst. Gut, danach haben die den Hurricane gemisst, trotzdem. Wir haben zweimal gemisst. Wir haben zwei Poisons bekommen. Wir haben noch einen Pyro Ball gemisst, genau. Ja, wir haben zweimal gemisst, wir haben zwei Poisons bekommen. Wir haben, davon waren, glaube ich, vier Match-Winning. Und ein vier von diesen, und wir haben einen Flinch, und wir haben einen Flinch, welcher Match-Winning war. Und wir hatten einen Flinch, der Match-Winning. Ja. Ohne den Flinch hätten wir das Game an der Stelle da gewonnen. Ja. Absolut insane. Wenn uns das am Ende, wenn uns dieser Spieltag am Ende den ersten Platz kostet, steinige ich Noah. Wie auch immer. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Wenn ja, könnt ihr gerne etwas Positives da lassen. Schaut auch gerne nächste Woche und den wieder. Kanal abonnieren. Genau, wir natürlich. Brauchen 100 Abos. Ey, alle, die gerade zuschauen. 100 Abos, okay? 100 Abos. Und, was habe ich nochmal gesagt? Ich habe irgendwas gesagt, was ich bei 100 Abos machen werde. Fuck. Ja, ich habe da auch was gehört. Was war es nochmal? Macht einfach 100 Abos. Was war es nochmal? Die Namensänderung. Boys. Ja, stimmt. 100 Abos und ich benenne mich in Min. Min is coming. Oder halt einfach Min, eins von beiden. Mal gucken. Ja, wie auch immer. Namensänderung bei 100, wenn dieses Jahr noch. Dann. Ja. Wenn wir dieses Jahr es schaffen, dann mache ich das. Aber bis dann. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Vielleicht kommt das Video pünktlich. Mal sehen. Bye, bye. Oh Gott.